willkommen zu einer neuen Folge Soulworker. Jo, wie wir sehen mit dem Flo. Da. Hallo. Komische Ding mit den Augen. Nee, nicht Augen, Herzen. Mann. Mit der Herzbrille. Ich kann nicht mehr reden. 4 Stunden Schlaf machen sich wirklich bemerkbar. Das Ding mit den Augen. Ja, das ist das komische Ding mit den Augen. Wer hat heutzutage schon Augen? Das ist super creepy. Augen, wer braucht denn sowas? Da. Grüne Augen. Jo. Würde ich mal sagen. Und alles gut bei dir. Haben die Ende nehmen Quest. Jo, mir seid gut. Perfekt, das ist doch klasse. Jo, wir haben jetzt dann uns tatsächlich wiedergefunden. Ich bin tatsächlich noch nicht zu 100% fit. Deshalb wird der gute Zero Star das meiste jetzt mal in dieser Folge übernehmen. Wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich die komplette komplette Aufnahmesession voll. Und ja, ich weiß, der Schal ist Magenta. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, ja, aber ich habe keinen anderen Schal, also akzeptiere es einfach. Einfach nur nicht fit. So, mal schnell was. Ja, ja, kein Problem. Okay, aber jetzt werde ich an der Stelle dann doch kurz nochmal... was ist ein Kampf? Kampf ist Effekte, gell? Wie jetzt? Warte. Ja, okay, perfekt. Ich habe mal Effekte ein bisschen noch leiser gestellt. Also. Dass die nicht so krass rausstechen. Sollte auch mal OBS machen und Discord auf meinem zweiten Bildschirm. Ja. Blick hoch und die Lautstärke sehe. Zerstöre einen neuen Schleimklumpen. Das sind wahrscheinlich die scheiß Dinger hier hinten, wa? Naja, dachte ich auch gerade, sind aber nicht. Ja, aber ich habe schon 2 von 9. Ja, wir haben wieder 2. Okay, ja. Man merkt ja wirklich, wie scheiße Soulwork optimiert ist, wenn ich selbst, wenn ich nur auf 60 FPS spiele, Cap einfach trotzdem runter Drops auf 20 habe. Scheiße. Ja. Du solltest vielleicht auch wirklich Black Desert mit der Runde ausmachen, wenn es halt wirklich nicht zu frisst eigentlich. Ja, und wir haben. Frisst ist halt super unnormal eigentlich. Okay, krass. Ja, und ich habe halt ein übelstes Problem mit Streamlabs. Ich bin jetzt auch auf OBS umgestiegen, da hat mir das Zero Gott sei Dank gerade ein bisschen geholfen. Also ich krieg, wenn irgendjemand einen Tipp hat, ich krieg auf einmal krieg ich keine Spiele-Audio mehr aufgenommen und keine. Wie sieht denn aus? Keine, ja hier, easy. Und keine Discord-Aufnahme mehr aufgenommen. Ich verstehe das nicht. Die Einstellung mehrfach gecheckt, die Soundträger neu eingestellt, neu als neues Medium hinzugefügt. Das, komisch, auf jeden Fall richtig komisch. Bei OBS geht's, bei Streamlabs geht's nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier, diese Schleimklumpen sind diese grauen Dinger da am Boden. Ja, aber nur manche irgendwie. Alle nicht? Ja, ja. Ah, die da. Da, die Teile. Ja, ja, jetzt sind wir komplett. Ja. Richtig krass. Also hier den ein oder anderen Huster, der ist halt am Start. Da können wir jetzt auch nichts machen. Okay, perfekt. Dunkelmander. Oh Mann. Hey, was ist das denn? Dunkelsoma. Hey, du blöde Sau. Was ist das jetzt? Oh Mann, ich glaube, das ist so eine scheiß Grind-Nebenquest, die wo ich noch hab mit diesen 20 Dunkelmandern oder wie. Ja, die können wir aber in Episode 4 super leicht machen. Ah, okay. Da sind mehr als 20 Stück in Episode 4 drin. Okay. Mann! Nur auf dem Black Desert, wo ich mit F-Fähigkeiten einsetzen kann. Oh, hier, zack, der wird komplett durchrasiert, Alter. Mann. Das ist plus. Ja, Zero. Gönn ich warum dir. Warum auch immer. Ne, gönn ich dir. Zero. Gönn ich dir. Komplett zeigt ehrlich, gönn ich dir. So eine Scheiße. Ja, aber es ist einfach grundlegend. Scheißegal, um was es geht. Ist es Zero Star da, ist auf jeden Fall einen Rang höher als ich. Das ist ganz normal, damit habe ich mich abgefunden. Damit habe ich mich einfach schon abgefunden. Sahe, Zero. Ja. Ich habe noch ein Thema. Wollte ich eigentlich auf privat mit dir besprechen, aber ich denke, du sagst hier in Episode 4, ja? Ja. Okay, ach guck mal, ich muss sogar hier auf Hard über. Ah, guck dir an. Ja. Ja, 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 alles klar. Muss ich jetzt aber in Episode 3 nochmal was machen?
Pass auf, was ich dich eigentlich privat fragen wollte, aber ich denke mal, dass es hier in der Folge auch tatsächlich seinen Platz finden kann. Wie sieht denn das bei dir aktuell wieder aus mit Minecraft? Das ist ja so ein sehr interessantes Thema bei dir momentan. Ja, spiele ich relativ aktiv gerade nebenbei. Ja, pass auf, aber ist das noch so wie das letzte Mal, wo ihr so richtig viele Mods drin hattet, oder? Nö. Das liegt aber auch daran, weil einer, der mitgemacht hat bei Minecraft, da haben die wir haben irgendwie nur insgesamt wir hatten 140 Mods installiert auf dem mit dem Modpaket, aber da haben wir nur irgendwie zwei von benutzt und irgendwie, ich weiß nicht, das war so komisch. Da hatte selbst ich 30 FPS. Oha. Und wir haben nicht mal viel von den Mods benutzt. Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war das, hat sie den alten nicht vertragen. Der eine kam gar nicht mehr rauf, also haben wir gesagt, jo, ich spiele einfach ohne Mods. Okay, voll krass, aber jetzt mal blöd gefragt, aber was sind das so zum Beispiel für Mods, was ihr da benutzt? Eigentlich haben wir halt, wie gesagt, zwei Mods benutzt. Einmal ein Mod, was so mit Technik angeht, also halt elektronische Sachen, das alles, und halt immer habe ich Zauberei benutzt. Ach, verbessert dann, wenn du sowas technisch hast, verbessert dann ist die Funktionalität von Redstone oder was? Nö, elektrische Öfen und sowas alles hatten wir. Ach du Scheiße. Und Geothermalgeneratoren und so ein ganzes Schrott. okay. Ja. Ich werde total unproduktiv ab jetzt sein, weil ich muss Sprungangriffe machen. So. Gott. Das kann man doch nebenbei machen. Lass mal halt eh ne Viecher am Leben. Nebenbei hat er nicht vorgemacht. So, perfekt. Ja, passt perfekt. Easy. Komm, mach an das Ding. So. Rein. Ja, Soulburger. Immer noch dasselbe. Wenn man jetzt guckt, für mich ist das jetzt halt übel offensichtlich geworden, dass wenn so ein doppeltes XP-Event ist, dass ich dann, wenn du Soulworker Grinder bist, das lohnt sich. Ohne Scheiß, weil wir zocken ja jetzt gefühlt, also gefühlt seit Ewigkeiten, Spielstunden sind es wahrscheinlich gar nicht mal so viele, zocken wir ja schon an den Charaktern rum. Und wie schon gesagt, den neuen Charakter, den wo ich ja auch schon gezeigt habe in der Folge, in zwei Folgen sogar, nö, in einer Folge, den habe ich halt so gefühlt in 5 Stunden oder so hochgezogen bei diesem doppelten XP-Ding. Also, wenn da doppelt XP ist, das ist brutal. Und ich konnte es nicht ausnutzen. Ja, das wusste ich ja noch, wo dein Laptop da den Flachkörper, den Flachkörper in Richtung Untergang gemacht hat. Ja. Das war schon ein bisschen bitter, ja. Aber vor allem jetzt haben wir halt so ziemlich zwei Charakter in der gleichen Level-Region so ungefähr, aber haben es halt trotzdem noch nicht geschafft, mit denen zusammen zu zocken. Ja. Also, keine Ahnung, vor allem ich glaube, wir sind die einzigsten, die wo dieses Spiel wirklich let's playen und dann wirklich auch die Story vorlesen. Also ich glaube, wir sind da echt die einzigsten. Warum machen wir das überhaupt noch, Zero? Ich weiß es nicht. Ach stimmt, weil wir ja über 200 Folgen kommen wollen, haben wir gesagt. Ja. Über 100. Oh, Rang 1. Das Spiel ist absolut großzügig zu mir, aber natürlich nicht S Plus, sondern nur S, damit ich auch ja keinen Höhenflug bekomme. Scheiß Spiel. Oh Gott, sag mal. Also, es ist schon der Großteil überstanden von der Grippe, aber so dieses Prinzip, 3 Tage kommen, 3 Tage bleiben, 3 Tage gehen, das kennst du ja auch, Zero, wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja, und bei mir ist es einfach so gefühlt, eine Woche kommt sie, halbes Jahr bleibt sie und dann geht sie nochmal 20 Jahre, so gefühlt. geht niemals weg. Ja, ohne Spaß. So, Kanal 8, ganz klar. Okay, und jetzt hast du gesagt, von diesen Dunkelmannern ist auf Episode 4. No. Okay. Ja gut, aber dann Zero, also dann muss ich da ganz klar sagen. Geh auf Mania. So und nicht anders. Und nicht anders. Also an was anderes habe ich sowieso jetzt nicht geglaubt. Weil wir brauchen unser S Plus auf Manien. Da muss ich wieder schreien und dann muss ich wieder huschen. So einfach wird das laufen. Gute Idee. Ja, und falls ihr es noch nicht gewusst habt, Zero hatte nur 4 Stunden Schlaf heute. Was ist? Ja, richtig, du hattest nur 4 Stunden Schlaf. Ich hab gestört, du warst gerade bei mir ziemlich abgehakt. Achso, sorry. Nee, und falls man es nicht merkt, habe ich gesagt, du hattest nur 4 Stunden Schlaf. Ja, bei mir war das Blaulicht vom Fenster.
Ist es schon soweit, mein lieber Sibo? Ja. Ich hoffe doch. Ich schon ab. Die Leute im weißen Mantel kommen schon. Aber das macht's ja gut. Oh fuck, sorry. Genau. Oh. Ja, keine Ahnung, so Lachen ist eigentlich so echt das Tödlichste, wenn man Husten hat. Aber es geht einfach nicht anders, Sibo, weil du so ein lustiger Kerl bist. Du Witz. Mann, scheiße. Oh Gott. Oh ja, aber ja, gut, ich meine, ganz ehrlich, da sieht man einfach mal wieder den Sibo, der kennt, der weiß einfach Bescheid, Alter. Hab einfach die Quest jetzt schon gefühlt schon fertig. Und wir haben davor zwei Level gespielt. Ich hab die ja selber gemacht. Ja, ja, schon. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, ist ja gar nicht mehr so lange her. Ja, alles klar. Vor ein paar Tagen wartete. Im Stream, meine Damen und Herren, also wenn Sie interessiert sind an einem äußerst engagierten Livestreamer mit einer Facecam, wo er nackt zu sehen ist, dann bitte einmal auf twitch.tv/ZeroStar. Alles viermal die 01. Aber auf anderen Seiten als wie Twitch gehen. Ja, nein, du bist doch bei Livecams, oder? Da bist du doch am Start, Sibo. Jetzt mach keinen Scheiß. Vor allem mal ganz abgesehen vom Faktor, damit ich nicht meine Facecam habe. Ich bezweifle ich damit Twitch, die so einen Content zulassen würde. Nein, ich sagte, du bist gerade bei Livecams. Man benutzt aber so diesen Tarnlink mit Twitch. Man schreibt es einfach nur davor, dabei hat es halt gar keine Relevanz so. Wenn man dann erst den Doppelslash mit HTTPS macht, weißt du, wie ich meine? Jo. Jo. Also so richtig dumm eigentlich jetzt, was ich sage, aber egal. Müssen ja irgendwie die Folgen vor allem. Kein was Verbrauchsitem bis zum Schluss. Ja. Wir sind ja eher auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad von dem her. Oh. Easy. Komplett. Warte, hier hat's. Gibt's hier noch auf die Fresse? Nee, hier ist einfach nur ein Raumaufgang mit vier Kisten. Ja, super. Kommt nichts raus. Manchmal liebe ich das Spiel. No. Alter, hier hat's ja. Also mit 20 hast du überhaupt gar nicht übertrieben. Nö. Darum in den Schnatz mal rein, Alter, da kann hier überhaupt gar nichts machen. Easy. Komplett einmal durchrasieren. Ich glaube, ich habe seit 5, 6 oder 7 Folgen sogar nicht einmal mein Inventar so viel. Also. Ich glaube, es kann sogar sein, dass mein Inventar gleich voll läuft, während ich meine drei absolut ins Leere schieße und ich mich super geil dabei fühle. Das ist so geil, wenn du einen Flächenschaden hast und du schaffst es, den an der Mobherde vorbeizuhauen, wo halt doppelt so groß ist wie der Radius von deinem Flächenschaden. Das Beste ist, wenn du einen zielsuchenden Flächenschaden vorbeihaust. Hä? Geht das? Ja. Hab ich schon mal hinbekommen. Frag mich nicht wie, ich hab's aber hinbekommen. So, komm, der Shield, Rüstungsbreak ist drauf. Ich hab eh Einzelbildverlauf, von dem er ist wurscht. Er hat noch 10 Lebensbalken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht hier gerade richtig Schlag auf Schlag. Boah, jetzt sind wir wieder voll, Alter. Okay, jetzt muss man hier fix ausweichen. Okay, jetzt bin ich da kurz raus. Ja, moin. Weiter jetzt. Oh. Ich vergesse keine Highlights zu nutzen. Nein. Ich habe meine Finger ganz weit weg von der Kuh. Ah, jetzt ist er eh down. Ganz weit weg, ja, schön. Wenn du mit Media-Tag gedrückt hättest und Kuh in deine HE-Items sind. Nein, ohne Scheiß. Ich habe wirklich meinen Ringfinger. Hier. Hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, das tat weh, Alter, aber es hat sich gelohnt. Wie viel Strand hat deine Waffe nochmal? Ich glaube nicht, ich hab ne krass verbesserte, Alter. Hier. Warte. Sag ich dir, 1338. Auf welches Level ist die? 20. Also, ich hab noch nicht mal die 25 ja aufgemacht, scheiße. Ich meine jetzt 4 von 25. Was? Also plus 4. Hat nämlich ziemlich geil aus den Waffe gefunden für dich, aber bringt dir nichts. Ja gut, ich habe ja eh die den Skin drauf, den gekauften Waffenskin. Ja. Aber wie geil, dass ich halt am Ende vom Level immer noch mal 2-3 Ratten zum Wegklatschen gibt. Voll, die musst du nicht mal töten. Du kannst ja auch weitergehen. Ja, ne, aber wir tun's einfach, weil wir ordentlich sind. Scheiße. Wo wir gerade beim Thema Minecraft waren, die haben die PS4-Version
Xbox-Version komplett nochmal überarbeiten. Ja. Weil bisher, ach, du weißt das? Ja. Sehr gut. Weil bisher war das Problem, während ich nochmal schnell auf Kanal 8 wechsle, weil bisher war das Problem, dass halt, wenn irgendeine Neuerung ins Game kam, ach ja, der Zero hat die Sidequest schon fertig, deswegen nehme ich mir das einfach mal raus, die zu skippen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bin ich kurz geneigt, ist einfach nicht genug Slots im Inventar, wir hatten es doch gerade noch davon. und die Geschichte ist einfach, also vorher war das so, dass wenn du eine Map hattest auf der PS4, oder halt, gehen wir noch weiter zurück, hier, was mich speziell betrifft von damals noch, mit der Xbox 360, wo ich die noch hatte, oder ich habe die ja immer noch, oder wo ich noch drauf gezockt habe, besser ist wahrscheinlich, wenn ich so sage, da war das einfach die Geschichte, dass die Map eine ultra kleine Begrenzung hatte, das heißt, irgendwann ging dir halt mal alles aus. Das ist so ein Ding, auf kurz oder lang ging dir alles aus. Das war halt schon mal der erste Punkt, wo du eigentlich sagst so, oh, Bruder, die fange ich lieber gleich, ich mache eine Map, wo ich straight die Trophäen runterballer und dann meine Kreativwelt, weil anders lohnt sich das nicht. Ist einfach so. Ich hab nie kreativ gespielt auf der Konsole. Ja, das habe ich tatsächlich. Und jetzt ist das so, es ist jetzt nicht nur ein Cross, also du kannst jetzt nicht nur hier Konsolen, plattformübergreifend spielen, sondern du kannst noch, die Map ist jetzt auch, ich glaube unendlich groß, ich möchte mich jetzt da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube... Das bezweifle ich ziemlich stark. Das bezweifelst du? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die PS4 oder ich weiß nicht, oder Xbox One es schafft. Ja, und also bei der Pro, ja, okay, aber bei der normalen Version könnte es eng werden. Und jetzt mal ohne Scheiß. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Und es ist das gekommen, was ich mir definitiv gewünscht habe, dass man seinen eigenen Charakter noch genauer anpassen kann. Wie einfach nur ein Skin draufziehen. Oh, das war mir eigentlich ziemlich egal. Ja, also ich fand das schon nice. Natürlich musstest du, wenn du was Spezielles willst, musst du es kaufen. Gut, aber das ist ja überall so. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, oh mein Gott, hier, Skandal. Das ist natürlich nicht so. No. Aber ja, ich finde es schon geil, dass die halt da trotzdem noch da noch wirklich noch was reinlegen. Also, dass die da noch sagen, hier, da machen wir noch was. Finde ich eigentlich schon gut. Aber so ja, mittlerweile ist ja Minecraft auf der Konsole auch auf dem aktuellsten Stand. Auf demselben Stand wie auf dem PC. Ja? Also das mit den Bienen und so, das sei jetzt ja auch gelesen in den Patch Notes. Ja, und das ist das Neueste, was in Minecraft auf dem PC reinkam. Ach was? Ja. Krass. Das ist krass. Oh Gott. Oh, ich mach einmal mein Hemsfach leer, zack, Inventar quillt wieder über. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Chasanga! Ja, ist alles gut, Junge. Komm, machen wir mal wieder die Sachen da rein. Dann machen wir, würd ich sagen, machen wir so. Machen wir gleich eine kurze, aber knackige Folgenpause. Und in der Zeit können wir. Ich weiß, du bist ja auch schon. Hast du die 25? Du hast wahrscheinlich schon alles ausgerüstet für dein aktuelles Level, nicht wahr? Für was? Für dein aktuelles Level, die 25er Box hast. Ja. Das muss ich noch aufmachen. Dann würde ich sagen, das mache ich dann jetzt hier in der Folgenpause, würde ich sagen, mache ich das mal auf. Okay, Zero, dann darf ich dich dazu nötigen, eine Abmod zu machen. Nicht gut Abmod, na geil, ich sortiere gerade mein Inventar aus. soll ich mich versuchen an der Abmod? Ja, mach. Ehre. Also. Bitte nicht dabei sterben. Meine lieben Freunde, das war's für heute. Wir haben jetzt uns wieder zusammengefunden. Wir haben meine Nebenquests nachgeholt. Das heißt, Zero sein Progress war in der heutigen Folge gleich null. Na komm, gutes bisschen EP bekommen. Ja, also siehst du, immerhin etwas. Also meine lieben Freunde, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ach ja, by the way, frohes neues Jahr, glaube ich. Ja, stimmt, frohes neues. Ja. Genau, es war abkratzen. Wir wünschen euch was, bleibt sauber, haut rein, bis dann. Tschüss.